Meine Damen und Herren, das ist Klangnap hier und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Shank und wir sind nach Penislängen, Zentimeter ähnlichen Zahlen an verkackten Aufnahmen mussten wir uns gezwungen sehen, leider Von der HD-Auflösung runterzugehen, weil es einfach ankotzt, weil es die ganze Zeit die Frame-Rate einbricht und ich habe so das Gefühl, dass sie auch bei der Auflösung, die jetzt echt creepy ist, einfach auch abbricht und das liegt einfach an Shank und Shank. Creepy. Ja, das ist das einzige Spiel, halt was in dem Spiel ein bisschen scheiße ist, finde ich. Also nicht nur ein bisschen, sondern extrem scheiße. Weil man kann es eigentlich fast nicht aufnehmen, weil es die ganze Zeit rumspackt von wegen Framerate. Schrumpackt. Schrumpackt. Es schrumpackt. Die haben wir auch schon gesehen. Wie die Sau. Ah, so. Ja, dann let's get right into it. Naja, wir haben die Macheten, die man hier sehen kann. Haben wir jetzt neu dazu bekommen als neue Waffe. Und warum kann mich der aus der Luft schnapsen? Ich hab keinen Plan. Schnaps. Schnaps. Nee, auf jeden Fall. Ja, das sollte jetzt eigentlich deutlich flüssiger laufen. Und wenn das jetzt auch nur einmal auf 59 Frames pro Sekunde geht, dann könnte ich. Scheiße drauf. Weil, dann. Das sehe ich nicht ein. Und letztendlich ist es noch nicht so schlimm, dass es jetzt keine HD-Auflösung ist, weil man es sich letztendlich nicht Fullscreen anguckt. Aber ich denke, ich besorge mir in naher Zukunft einen neuen Arbeitsspeicher und dann, wenn es da nicht funktioniert, dann kotze ich. Und zwar nicht ins Klo. Nee, sondern dann kotze ich einfach auf die Tastatur. Neue Tastatur brauche ich nämlich auch. Mama, ich habe auf die Tastatur gekotzt, kriege ich eine neue. Ich habe meine Tastatur gegessen, krieg ich eine neue. Ich hab's kaputt gemacht, krieg eine neue. Kind, warum isst du deine Tastatur? Warum sind eigentlich auf allen vertikalen Gegenständen bei Shank Fußabdrücke? Keine Ahnung, weil die da schon raufgelaufen sind. Oder da hier. Wahrscheinlich heißt das so viel wie springe hier. Ich wollte ausnahmsweise mal diesen Dings benutzen, diesen komischen. So wie es vorgesehen ist, diesen Ochsenschäden da. Wülpel. Ich kann mit meinen Händen furzen. Nee, auf jeden Fall. Das macht er auch schon seit Stunden. Das mache ich auch schon seit Stunden. Ich bin schon so genervt, dass ich die ganze Zeit mit den Händen furzen muss. Aber auf jeden Fall, also jetzt läuft sie ja ganz schick. Auf jeden Fall, hier jetzt geht's runter. Das ist eine gewollte Slow-Motion-Einlage des Spiels. Und ja, du kommst jetzt schon relativ, also auf jeden Fall deutlich besser. Das ist auf jeden Fall ein Vorteil für euch. Er kommt deutlich besser durch als vorher. Und an dieser Stelle hier, wo wir jetzt gleich hinkommen werden, nachdem du da so dran gesprungen bist und du wieder diese Meatboy-esken Knöpel, dann trinkt er ein bisschen was und hier haben wir dann über Portal 2 geredet. Und das machen wir jetzt auch nochmal. Zum dritten Mal. Ja, und zwar war die Frage, um das nochmal zu wiederholen, das ist einfach so geil, inwiefern oder obst du Portal 2 magst? Ich mag Portal. Ja, und Portal 2 ist schon ein richtig geiles Spiel, sind wir uns übereingekommen, weil es ist einfach sehr humorvoll, hat eine richtig coole Idee. Setzt auch noch ist so lustig. Was mir jetzt auch gerade noch auffällt, es setzt so auf Oldschool-Gameplay, weil es hat keine Quicktime-Events. Stimmt. Kein einziges. Und es wird alles was so. Er liebt ja Sachen ohne Quicktime-Events. Also Quicktime-Events, ich hasse Quicktime-Events. Er spielt kein Resident Evil. Ja, auf jeden Fall, also das finde ich eben cool und das ist auch so auskommt. Ich habe meine maximale Hit-Combo überboten. Die Half-Life Spiele, die kommen auch vollkommen ohne eben nicht nur ohne Quicktime-Events, sondern auch ohne Cutscenes aus. Und ich meine, Cutscenes können cool sein, aber sie können auch richtig auf den Sack gehen. Vor allem, wenn Quicktime-Events drin sind. Ja, und das finde ich eben an Portal insgesamt und an den ganzen Valve-Spielen einfach extrem cool. Und deswegen mag ich die sehr gerne. Und der Typ hat ausgedient. Ich würde sagen, er hat eine gewisse Ausrenkung des Kiefers erlitten. Was nicht mal das Schlimmste ist. Nein. Man könnte auch sagen, im realen Leben wäre er ziemlich zerfetzt worden. So, auf jeden Fall hier ein wenig total unrealistisch, eigentlich schon fast in der Luft hängenden Messers. Das war Skill. Lustigerweise ist es aber, diese Plattform-Passagen hier sind nicht nervig, sondern sie machen echt Spaß und sind geil. Ja, also wieder der Typ. Was macht der da eigentlich?
Weiß ich nicht, der steht. Nee, der hat irgendwas anderes gemacht. Ich glaube, der hört mit seinem MP3-Player irgendwas, kann das sein? Oder irgendwie ein, sowas total ein seltsam. Podcast. Wahrscheinlich, ein Podcast. Vielleicht von Game One oder von Ready W, ich nehme an. Auf jeden Fall sind wir hier jetzt. Wir hatten bisher noch keinen einzigen Framerate-Einbruch. Ich bin echt freut, das freut uns gerade immens. Ja. Ich hab mir gedacht, vielleicht kann man da doch noch ein bisschen Auflösung rausholen aus dieser Footage, weil es ist ja nicht so schlecht, weil ihr es ja sowieso alles im kleinen Fenster anguckt. Ich weiß gar nicht, was man nicht im kleinen Fenster anguckt. Also ich gucke manchmal Sachen im großen Fenster an, aber das mache ich nur, wenn mir extremst langweilig ist. Ja, also und ich auch sonst keine andere Idee mach, was ich tun kann. Idee hab. Idee mach, was ich haben kann. Nee, also dementsprechend, guckt euch einfach einen kleinen Concept Art Unlocked. Ja, das sieht man an dieser Gewaltorgie hier. Sieht man eben, dass man auch recht erfolgreich ist. Also ich finde schön, dass man da immer mal wieder so Achievements zwischendrin bekommt. Und yes, also Pose. Those people are we got it. Wow, wie godlike sieht das aus. Also ab hier ist es auch wirklich dann blind. Also what the hell war hier noch nie. Das sieht richtig geil aus. Wie sieht so eisig aus. Ja. Und vor allem so dieser Sprung von der Eiswelt und von dieser Wüstenwelt draußen ist einfach genial. Ich glaube, ich werde mich bei der nächsten Gelegenheit dann auch vielleicht mal sterben lassen, dass ich neue Granaten kriege. Ja, du hast ihn ziemlich verschwendet dann. Nee, wieso? Diese Zwischengegner töte ich immer mit Granaten bestanden. Nee, auf jeden Fall. Ich würde sagen, du begibst dich da jetzt mal hoch und freundest dich mit diesem Kerl an. Der hat auch so seine Probleme. Naja. Also, wie gesagt, kein HD-Part. Ach, da war noch einer, Muss ich töten, weil ja. Das ist der Typ, den ich gerade runter. Na okay, jetzt glaube ich, ist er. K.O. Es ist ja Scrolling, habe ich vergessen. Ja, also das ist jetzt kein HD-Part. Die ersten drei sind HD-Parts, haben auch ihre Ruckler drin, aber dafür habt ihr halt jetzt keine Ruckler mehr. Und halt kein HD mehr, aber Gottes Willen. Dafür habt ihr dumme Sprache, Sprachfehler, Salat und Pudding. Mach Spaß, Salat und Pudding, das passt überhaupt nicht zusammen. Ja, ich weiß. Ich meine, wer isst denn Salat mit Pudding? Das ist doch immer diese Slow Motion Einlagen gefallen. Die gefallen mir auch. Das hat sowas von so Matrix-Moviges. Ja, genau. Ich finde ja lustig, dass in Matrix dieser berühmte Matrix-Move letztendlich nichts anderes ist, als dass sich der Typ nach hinten umfallen lässt. Stimmt. Total nee, okay, dumm. Das hat überhaupt nichts mit Körperbeherrschung zu tun. Doch schon, weil er würde danach wieder hochkommen, aber er wird ja trotzdem angeschossen, was ich gerade das Lustige finde. Ja, genau. Er bekommt es irgendwie ins Bein. Ja, genau. Ja. Ich hab den ersten und den zweiten Matrix-Teil gesehen und ich fand den zweiten Matrix-Teil vom Ende her richtig garstig. Richtig garstig. Sei froh, denn der dritte ist nämlich der schlechte. Das war gerade seltsam. Naja. Die Framerate resumed, als ob es kein Morgen wäre. Nee, es ist Wahnsinn. Nee, also da sieht man es halt mal wieder, das liegt einfach am Spiel. Wir haben jetzt wirklich so eine krank schlechte Auflösung. Das kann nicht an uns liegen. Das sehe ich nicht. Ja, außerdem haben wir vorhin schon den Game Booster probiert, der hat das dann nur noch verschlimmert. Ja. Das war so das Schlechteste. Es gibt übrigens auch Verteidigung. Ich weiß, das benutzt man nicht. Ja, das ist irgendwie in den meisten Spielen so. Verteidigung wird einfach nicht benutzt. Das braucht keine Sorge. Ich bin gleich tot, aber ich hoffe. Ja gut. Du bist tot. Sehr schön, weil jetzt habe ich wieder Granaten, jetzt kann ich mir nämlich ein paar Gegner den Sack nämlich auch mal heu zu Gemüte. Heu, doi, doi. Ab in die Fresse. Und get out of my face. Get out of my face. Und ich werf den Lag. Ramone! Der hat auch so seine Probleme. Ich würde sagen, wir begeben uns. Ey, das war jetzt deutlich erfolgreicher als das, was du davor abgeliefert hast. Ja, ich weiß, weil ich Granaten hatte. Ah, oh, die Mucke ist auch cool. Also, ja, ich habe leider keine Kopfhörer. Die ist genial. Auf. Die Kopfhörer sind sein. Bam! Ich finde auch die Musikgestaltung sehr gelungen in dem Spiel. Also, finde ich richtig geil. Richtig geil gemacht. Also, was ist das denn für eine kranke Fabrik? Hier wird bestimmt Käse hergestellt. Ja, oder sowas. Nee. Kühe werden hier. Hey, who the fuck? Gehakt. Das ist der Butcher. Und deswegen heißt auch das nächste Kapitel der Butcher. Ach so. Eine Cutscene. Ich höre nicht, was sie labern. Oh mein Gott! Er hat sie gerade voll an den Titten gepackt. Kann das sein? Der sieht irgendwie aus wie ein Biermann. Was ist ein Biermann? Die Kuh. Oh yeah. Warte mal. Wie sie aus dem Bild faded. What the hell? Ah, ich würde sagen, der möchte dich ziemlich töten. What the hell? Ah, okay, Granaten helfen.
Aber ich denke, da musst du auch wieder irgend so ein Quicktime-Event machen. Quicktime-Event, sag ich schon. Ich werde mal ein bisschen rumprobieren. Ich werde sowieso einmal mindestens krepieren. Und zwar jetzt. Ziemlich. Ja, der Typ ist ja mal 3000 mal schwieriger als der zweite. Fuck. Das war ziemlich schnell vorbei. Him shoot the meat slaps to... Ja. Okay, das können wir überspringen. Die Meat Slaps. Schieß mal nach oben. Was passiert dann? Ja, warte, wie denn? Achso, mit den Pistols vielleicht. Ja, wahrscheinlich. Was hilft dir das? Bringt nichts! Ah doch, jetzt hast du. Ja, schau! Jetzt so geht das also. Alter! WTF! Alter, wie splattert! Du musst den nächsten auch wieder runterschießen. Ich glaube, das ist der ja das Main Ziel bei dem, nichts anderes zu machen als diese Viecher da runter zu schießen, so und Chuck und jetzt halt wieder grappeln sage ich schon und Quicktime Events, Gott, sowas würde ich auch wieder hassen, bei aber ich mag sowas Spielen. Ich bin sowas gewöhnt. Ja, ich mag sowas nicht, ich hasse sowas. Wieso? Ja, okay, ich habe mit den Zielen gerade ein bisschen Problem. Ja, das habe ich auch gerade gesehen. Ist so sein Ultra. Okay, das ist so sein Ultra Angriff. Okay, so ich würde mich verpissen. Warum schießt du denn nicht nach oben? Jetzt müsste das eigentlich... Warum schießt du denn nicht nach oben? Oh. Und da bin ich durch. Oh. Okay, es ist aber äußerst krass. Das ist äußerst krass, das ist jetzt deutlich härter geworden. Jetzt könntest du bitte mal aufhören, irgendwas zu tippen dann, wenn ich tippe. Danke. Also es ist... Du musst das gleich runterschießen, denke ich. Also das ist... Ja, ich weiß nicht. Jetzt nach oben schießen. Jetzt müsste eigentlich die Dings hernehmen. Genau. Grappeln. Und... Verrecke, du Dreck. Ich mag coole Sounds nachzumachen. Das macht Spaß. Ja, genau, und jetzt würde ich mich mal kletter hoch springen, über ihn drüber. Oh, scheiße. Ja. Das hat fast funktioniert. Okay, jetzt hat. Okay, sehr schön. Das hat gut funktioniert. Warum immerhin, ist der Kerl eigentlich mehr da? Ja, keine Ahnung. Also, er sieht auf jeden Fall seltsam aus. Das frage ich mich. Er war doch dieser Boxkämpfer eigentlich früher, oder? Und jetzt spring. Hinter ihn. Ja, okay, du bist mit dem, aber das ist eigentlich wurscht. Beide hängen schon mal in Position. Komm, wirf. Ach, verdammt, ich kann hier nicht hochklettern. Ja, das ist scheinbar problematisch. Okay, warum kannst du nicht hochklettern? Ich verstehe nicht. Ja, ich kann da nicht so weit hochklettern. Warum kann der dieses so? Ja, ich habe keine Ahnung. Der hat einen Megasprung. Fuck you! Der hat einen Megasprung. Weiß auch nicht. Okay, damit hättest... Du hast es gequittet. Du hattest ihn schon in der Tasche. Du bist so idiotisch. Warum? Da, jetzt halt, komm. Oh, runter damit. Und... Oh ja. Ja, okay, da stand er... Ich lebe noch! Ich bin Shank, ich muss überleben. Okay, ich bin tot. Oh, komm, schieß. Nein. Oh! Wie es ohne Ende billig ist. Gott. Du, Alter, ein einziger Schuss, ein einziger Treffer hier würde reichen. Ich fass das nicht. Ja, ach, damit war's dann. Oh mein Gott. Aber was war das denn? Also, das war jetzt irgendwie komisch. Warum denn immer mit so wenig Leben eigentlich? Ich hab keine Ahnung. Ich hoffe jetzt mal auf, dass er mal schießt, weil ich weiß nicht, ist das random gesteuert? Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall lässt du dir jetzt gerade schon mal ziemlich Leben ziehen. Ja, ich weiß noch, ich kann ja nichts machen. Du hast es doch die letzten paar Minuten auch geschafft. Ja, ich weiß, aber er ist zu schnell. Außerdem wirft er nie seinen Haken, seinen dreckigen. Jetzt soll er mal sein. Vielleicht hilft die, was wenn er die Granate wirft? Dann, ja, hoffentlich jetzt, ja, keine Ahnung. Ja, vielleicht musst du ihn mit irgendeiner bestimmten Attacke angreifen, damit er das macht. Nein, okay, scheinbar nicht. Okay, und damit hätten wir das auch. Das ist sogar so ein bisschen zensiert durch diesen toten Kugelkörper. Das war natürlich extra gemacht. Oh. Er rennt auch gegen die Wand, wie sonst was. Wie Oscar. Was? Das ist unfair. Also das finde ich unfair. Nein, das sehe ich nicht an. Arschloch. Der alte Gesichtslegastheniker. Aber man sieht, wenn er blinkt, dann will er so hochspringen, ja, oder rennen.
Ja, aber du bist noch nicht tot. Ja, ich weiß. Aber du musst es ja bloß noch zweimal machen, das Quicktime Event. Ich langsam verstehe ich's, glaube ich. Warum? Wann macht er das? Wenn ich nah an ihm dran bin, vor ihm. Oder irgendwie so. Wahrscheinlich nicht. Du hast auch wieder kein Leben, dir reicht ein Hit und dann bist du tot. Komm her. Komm. Das sollte jetzt. Ja, okay, damit haben wir es. Oh, ich habe ihn geschafft! Ich hoffe, ich habe ihn geschafft. Ja, yes. Sehr schön. Und das wird wieder eine geile Todessequenz, hoffe ich. Leck mich am Arsch. Ich glaube, er lebt noch. Ja, wieder reingebunden. Und das war ja auch klar. Aha. Okay, ich glaube, es passiert noch irgendwas Makaberes. There it goes. Oh Gott. Shredder Sound. Stardust. Ach, dann ist das wohl dann so die Pussy von... Cassandra! Ja, wer ist sie jetzt? Ist das jetzt Cassandra oder ist es die andere? Schau, ich habe meine langes Combo verbessert. Ja, 55 ist ja doch mal krasser. Das hat wahrscheinlich die gesamte Aufnahme versaut, dass du die ganze Zeit da drauf standest. Aber die Framerate ist annehmbar. Club Stardust! Und ich glaube, wie lange nehmen wir auf schon? Das ist wurscht, weil wir haben ja Dings. Ich will euren Anführer sehen. Ich wette, das hat er gerade gesagt. Nee, das hat er nicht gesagt. Hat er auch nicht. Egal. Who cares? Shank sagt sowieso immer solche Einzeiler, die halt nicht so dämlich sind wie in Bulletstorm zum Beispiel, aber. Die sind auch nicht so bewusst auf. Auf Porno. Come on! Ich werd ja. Wieso lacht sie so dämlich? Ich mag sie jetzt schon nicht. Yes. Ich mashe die Shotgun-Taste. Was ist sie denn für eine? Ich weiß nicht. Ist mir nicht sympathisch. Ich denke, sie ist die Pussy von Butcher. Glaubst du? Die Pussy. Ich frage mich, wer der Typ am Anfang, den man am Anfang gesehen hat, der den Auftrag zum Töten von Shank gegeben hat. Wer ist das? Ich weiß es nicht. Den kennen wir noch gar nicht. Was spielt der für eine Rolle? Vermutlich eine Rollige. Nee, Rollen müssen nicht unbedingt... Oh ja! Oh ja, herrlich! Oh ja, herrlich! Oh ja, herrlich! Gleich zwei. Okay, damit hätten wir das. Nee, der lebt aber noch. Ja, der lebt noch. Frank, alle der noch. Big. Der Big Frank! Sag mal! Wie aussehen. Das ist Wahnsinn. Nom! Ich glaube, den musst du wahrscheinlich mit der Machete kaputten. Mit den Macheten. Aber ich mag die Waffe irgendwie. Also das, sie sehen zwar so aus wie zwei Glasscherben, aber trotzdem. Alter. Oder du musst hinter ihn, du musst wahrscheinlich hinter ihn kommen. Nee, oder während er die so hinhält, genau. Dann musst du ganz, ganz häufig den Angriff machen. Oh Gott. Jetzt hat. Mach das mit Messer. Ich glaube, das ist relativ effektiv, wenn du es mit Messer machst und du hast nahezu kein Leben mehr. Okay, siehst du. Hab ich doch gesagt. Messer sind toll. Messer machen Spaß. Messer sind toll. Ja. Messer tun niemanden. Wow. Mehrlagiger Hintergrund. Wir freuen uns wie 1980. 1990. Oh, ich habe gerade noch geschafft, das zu trinken. Ich wette, sie ist so richtig die Porno-Frau. Was ist die denn für eine? Was redet sie? Erzähl es mir. Kill Bill. Alter, shh. Haha. Jetzt hat sie bestimmt keine Beine mehr. Hey, cool. Er hat sie geschnitten. Oh, sie ist mal die Ritzerin. Ja. Yes! Ich finde es ein bisschen übertrieben, wie Boah, zwei Bosskämpfe in einem Part. Ist das nicht erstaunlich? Ich finde es ein bisschen übertrieben, wie ihr die Titten rausquellen. Und sie macht dich ziemlich fertig. Vielleicht zeigt er dir auch mal... Lass mich mal sterben kurz, weil ich hab keine Granaten mehr. Nee, ich glaube, das zeigt dir dann auch wieder so ein Hint an, was musst du tun, um sie zu töten. Ich muss mich kurz sterben lassen. Ich meine, warum sind das alles solche Killer-Typen? Das verstehe ich nicht ganz. Lass mich kurz sterben, denn ich habe keine Granaten mehr. Ba ba ba.
Ihr habt noch nie Shanks so stilvoll sterben. Ah, warte mal, hin! Hold Block and press left or right to dodge. Ah, Block. Ah, damit kannst du sie wahrscheinlich dann von hinten, Ach, sehr schön. Das von, ist aber jetzt von hinten. Lechts. Würde ich mir aufheben, die Flasche. Auch wenn du eine Flasche bist. Okay, die blockt sie scheinbar. Ich würde mich jetzt mal wieder schützen irgendwie und dann. Weil das blockt sie ab. Du kannst sie, glaube ich, bloß mit den Messern in irgendeiner Form. Das ist, also das würde auf jeden Fall Sinn machen. Oder probier doch mal die Machete aus. Oder die Macheten. Vielleicht helfen dir irgendwas. Auf jeden Fall ist sie stark. Und das scheint der erste Bosskampf zu sein, in dem du, wie soll ich sagen, keine Spezialattacke machst. Ah doch, da hättest du jetzt grappeln müssen. Echt? Ja. Oh, oder pauzen. Da war jetzt gerade das Zeichen angezeigt. Zum pauzen oder grappeln. Und sie macht dich ziemlich fertig. Ja. Da, er sagt, mach, da war, war's wieder, da war's wieder. Ich sehe das nicht mehr, das ist das Mikrofon im Weg. Rutsch einfach. Ticken. So, hier ist das. Nach der physischen Positionsveränderung. Ja, sag, schau, da war es doch wieder, das Zeichen. Du siehst es auch. Auch da nicht, erstaunlich. Ja, nee, das war jetzt. Ich habe aus Versehen Granate. Jetzt mach mal Dodge. Dodge hier. Ja, bitch. Dodge this, bitch. Was? Achso. Das finde ich auch so genial. Im deutschen Matrix, in der deutschen Matrix-Synchro sagt. Ich drück doch Blocken. Hä? Das ist doch das Zeichen für Blocken, oder? Nein, das ist nicht das Zeichen von Blocken, das ist das Zeichen von Pauzen. Nee, das ist das Zeichen von Blocken. Schau doch. 100 pro nicht. Mach sie einfach mal fertig, genau. Blocken. Mach sie einfach mal fertig, ja. Jetzt, schau. Das ist doch Blocken. Echt, das ist Blocken. Ja, das ist ja, Blocken. Ja, stimmt, das ist Blocken. Okay, macht Sinn. Ja, dann, ja, keine Ahnung. Dann musst du wohl jetzt blocken. Ja, schau doch, ich block doch immer. Was kann ich dann machen? Du hast, ja, scheinbar. Nee. Ah, und dann musst du wahrscheinlich nochmal drücken. Oder das verhindert einfach bloß, okay, dass sie was macht. Ach, dann kann ich sie kombo. Ah, ja, so sieht's aus, siehst du? Das habe ich gelernt bei Prince of Persia. Wenn er auch was gelernt hat. Wenn er irgendwas gelernt hat bei dem Scheißspiel. Wahnsinn. Dann war es das. Komm. Ah, die kann ich aber einfach tot blocken. Ich blocke dich tot. Magst du vielleicht mal deinen Move machen? Ich glaube, den macht sie bloß, wenn du sie nochmal angegriffen hast, irgendwann. Okay, aber ich glaube, du... Und jetzt hat... Chuck, Chuck, Chuck. Sehr schön. Voll in der Fresse! Achso, ich habe Granate gedrückt. Aber scheinbar hilft die Granate gar nichts. Tut sie auch nicht. Nee. Ich werf die nur aus Spaß. Was glaubst du denn? Ich habe keine Ahnung. Aber warum... Ach, sie hat diesen Anti-Deckungs... Pisskackarsch-Move. Pisskackarsch. Da. Funk-Royal. Wir klauen schon wieder. Ja, da war's wieder. Jetzt hättest du es gerade fast machen können. Okay. Okay, aber. Sie hat es vor allem mit solchen. Schlägen so. Ich schmiere mir Butter auf das Brot. Auf den Schenk. Ach, das sind ja zwei Trankies. Ja, schau, da war's wieder. Jetzt hättest du sie kaputten können. Du musst sie schon einmal angreifen, damit sie diesen Block-Move macht. Am besten, du bleibst immer möglichst weit von ihr entfernt, dann kannst du dich nämlich nicht, genau. Versuch's. Ich nehme die Pistols. Das konnte sie jetzt nicht blocken. Erstaunlich. Ja, aber vielleicht, warte, der bleibt immer... Das läuft, ey. Im Block-Modus. Dodge this. Nee, ich finde das lustig. Also in der normalen Matrix, also im deutschen Matrix, sag ich jetzt mal, sagt der Agent nur ein Mensch und sie sagt nur eine Maschine. Nur ein Agent. Oder nur ein Agent. Und im Englischen ist es ja only human und sie sagt dodge this. Finde ich mal so genial. Jetzt magst du auch vielleicht mal deinen komischen Game-Move wieder machen? Game-Move? Also beide haben bisher noch nahezu kein Leben verloren. Sie hat dir gerade die Beine weggeschnippelt. Schewuchtel. Schewuchtel. Ich schieße ihr voll in die Titten. Jetzt hat... Na, ich hab doch geblockt! Zu langsam wahrscheinlich.
Aber den, den macht sie halt. Ja, den, da musst du dich halt wegbewegen, du Held. Jetzt hat er. Ah! Ah! Combo! Wie man sich dann über sein eigenes Fail unfähig ärgert. Jetzt! Du springst! Dumm bist du denn! Okay. Jetzt hat. Chuck! Oh, Gott sei Dank! Endlich! Ich würde das mal ausprobieren, ob du dann noch was anderes drücken kannst, außer. Ich kann ja messen. mal einmal das verschwenden. Du meinst eine Granate? Da ich hab doch! Ja, du musst schon stehen bleiben dann in der Situation, du Held. Nicht sonst was machen. Jetzt hat sie wieder. Ah. Jetzt kommt. Chuck. Obwohl, geh einfach auf Nummer sicher und mach's. Ich hab halt grad Pistolen gedrückt und das hat nichts gebracht. Ja, okay, also der macht halt dann einfach diesen einen Move. Das deutet ja auch am Anfang schon diese Intro-Sequenz an, dass es da dort eben vor allem Säbel gegen Messer geht, irgendwie so. Keine Ahnung. Bist du behindert? Aha. Oh, das hat wehgetan. Probably. Jetzt hat Chuck. Ah, okay. Bist du behindert? Nee, ich habe versucht, Granate zu drücken. Nee, ich wollte es ausprobieren. Nee, probier's einfach nicht. Du hast es vorhin gesagt. Aber es hat sich ja gezeigt, dass es nicht funktioniert. Meinte ich. Aber naja, scheiß drauf. Jetzt. Bleib doch stehen. Ich bin stehen geblieben. Nein, du bleibst nicht stehen. Schau, ich hab Blocken gedrückt. Schenk läuft. Also heißt das, dass du nicht stehst. Das war jetzt deutsch nicht so korrekt, was ich eigentlich sagen wollte. Aber Chuck. Okay, sehr schön. Ich denke, wir kriegen sie vielleicht sogar in dem Versuch dann. Ja, weil wir sind relativ schadensfrei jetzt hier durchgekommen bisher. Und dementsprechend sollte das eigentlich hinhauen. Aber man merkt wirklich, wie die Schwierigkeit einfach rapide steigt. Ich bin gespannt, wie er sie jetzt platt macht. Oder ob er sie platt macht, weil Frauen im Spiel töten? Immer schwierig. Aber Klei, ich glaube, Klei ist das absolut scheißegal. Okay. Uff. Okay. Es ist ihnen sowas von scheißegal. Ne, okay, es ist ihnen nicht so, sag ich jetzt mal, es ist nicht so brutal wie jetzt bei den anderen. Es ist aber relativ so. So. Buff. Tot. Dodgeness. Ja, wirklich so. Wie sind sie so guckt so. Und dann so. Only human. Only human. Dodge this. Ich glaube, dieser Part hat schon so Überlänge. Hat er auch, aber ich habe jetzt einfach keinen scheiß Bock drauf. Obwohl, ich würde sagen, nach dem hier, also jetzt beginnen wir noch mit dem neuesten Level und dann hören wir auf mit dieser Aufnahme oder mit diesem Part eben. Gott, das ist Wahnsinn. Wir oh, bauen ja hier nebenher und schon unsere Zelte auf. Es ist schon so ein Puff hier, also. So, also ich würde sagen, Pause. Ich habe noch einen Screenshot gemacht. Okay.